Und wir gehen nochmal rein in den Parque de Fernando. Rein hier in The Hunter Call of the Wild. Noch einmal mit den Pistolen unterwegs. Heute allerdings mal gezielt auf Rothirsch. Wir packen uns gleich alles, was man benötigt. Lockmittel, Duftstoffe, wenn irgendwie möglich. Und dann auf geht es auf Rothirsch. Okay, und es kann losgehen. Ich bin, glaube ich und hoffe ich, ausreichend ausgerüstet. Ah, tipptopp. Also, wir schauen nochmal eben rein. Hier haben wir die verschiedenen Munitionsarten. Empfohlene Klasse 1 heißt also in dem Fall maximal eben für die Zimtente. Dann haben wir hier die Focoso. Kaliber 357 für ja, die Klassen 2 bis 6. Das wäre vielleicht ideal für Axis-Hirsch und die Hirschziegen-Antilope. Die sind beide Klasse 3. Und dann könnten wir hier natürlich auch schon, ich meine, wir könnten natürlich auch da drauf, also hier ist ja auch ab 3 bis 8, wäre natürlich auch ein vernichtender Schuss, gerade mit der Durchschlagskraft. Die Wildcat Kaliber 44. 3 bis 8, das wäre vielleicht ideal für Puma, bis hin dann auch zum Maultier oder Rothirsch. Genau das gleiche dann eben auch hier mit dem Herrn Sundberg, der jetzt gleich mit der neuen Munition ausgerüstet wird. Da ist sie. Und jetzt haben wir hier ausreichend Durchschlagskraft für alles. Hier nahezu für alles. Hier immer noch wild und hier ist es halt Vogelschrot, ne? Dann sind wir doch damit ausgerüstet. Okay, was sagt die Zeit? 11 Uhr. Wir schlafen jetzt eine Runde. Und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrüh, 5 Uhr, starten wir. Ei, 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 ei. Wenn einem das Handy so wach wickelt, Alter, da wird man aber auch anders unfreundlich morgens. Verdorri nochmal, Alter. Ja. Affengeil, es ist komplett diesig, aber was will man machen, wenn man morgens losgeht, hat man halt die größte Chance, den ganzen Tag über auf Rothirsch. So, was ist unser Ziel? Theoretisch hier oben wird aber echt schwierig, denn wir haben echt miesen Wind. Der Wind dreht, nee, doch so leicht, bisschen mehr in Richtung Westen. Ich laufe einfach mal grob hier in diese Richtung. Maultierhirsche haben wir grob hier in der Richtung. Also, schauen wir mal, ob da was geht. Und da schreit schon was. Ist es denn wahr? Brunftschrei, Maultierhirsch. Da hinten, da rennt schon was. Da, 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 da. Da rennen schon ein paar Kandidaten. Da, guck mal hier, Stufe 3. Ich gehe in die Hocke, ich schleiche dahin und call auch schon. Da haben wir doch einen. Da haben wir doch einen und da haben wir noch einen. Maultierhirsche. Katastrophe wieder mit dem Wind, ey. Katastrophe mit dem Wind, ey. Mann, Mann, Mann. Jedes Mal, also wirklich, wenn man ansatzweise in diese Richtung läuft vom Wind. Jedes Mal, das Ding, das dreht sich mal links, mal rechts. Guck mal da, Stufe 3 ja immer noch. Hatte ich nicht sogar noch das Duftzeug dabei? Wir haben jetzt in der Entfernung von 100 noch was. Ein bisschen über, da ist auch der Stufe 3, 100 Meter. Ich call jetzt hier erstmal noch ein bisschen. Oder hatten wir nicht den Duft? Komm, ich teste mal als erstes den Duft. Mal gucken, inwieweit die reagieren. Maultier, Hirsch, Duft. So, zweimal rausgesprüht das Zeug. Was ist hier mit ihm? Kommt er? Ich glaube, der kommt. Oder? Der ist so hell. Oder haut der ab? Brunftschrei, okay.
Der Wind dreht zum Glück ein bisschen. Ich muss mich hier mal irgendwo ein bisschen verstecken mehr. Ich bin so offen. Was ist hier mit dem Gebüsch? Zweimal rausgesprüht. Keine Ahnung, ich verwende das so selten, dieses Zeug, ne? Ich habe das mal eine Zeit lang, ich hatte mal einen Jäger komplett neu angefangen, auch komplett nur auf diese Duftstoffe geskillt. Ist tatsächlich ein bisschen schwierig für Low-Level, weil die Duftstoffe von den Leveln manchmal ein bisschen blöd begrenzt sind und auch nicht für so viele Tiere vorhanden sind. So. Aber von der Grundidee ja ziemlich geil, einfach mit den Duftstoffen zu arbeiten. Finde ich ja mega cool eigentlich. So, da rennen immer noch welche rum. Aber ich nutze jetzt einfach mal den Caller. Ich glaube hier rechts außen. Ja. Da. Guck mal da. Eins und zwei. Beides Stufe 3 Tiere. Leider nur Stufe 3. Aber immerhin. Guck mal hier. Ist der weiß oder was? Der sieht ja geil aus. So hellblau. Blaugrau. 60 Meter? Komm, den versuchen wir mal. Wir nehmen mal den Herrn Sundberg. Und. Perfekt. Und direkt hinterher callen. Tja. Inwieweit jetzt dieser Duftstoff direkt vom Wind eigentlich in die Richtung gebracht wird, keine Ahnung. Hast du da Infos zu? Gerne mal unten reinschreiben. Ob der Duftstoff jetzt quasi vom Wind, man sieht ja auch die Partikel hier fliegen, einfach nur straight up in die Richtung gebracht wird, dann ist das ja übelster Bullshit. Oder dann ist es die einzig sinnvolle Art und Weise zu jagen mit dem Wind. Auch eine Möglichkeit. Werde ich heute noch testen. Vielleicht macht es ja bei mir dann doch irgendwann Klick und ich erkenne den tieferen Sinn dahinter. Ich pirsch mich mal näher ran. Ich glaube, da sind einige abgehauen, auch mit dem Warnruf noch. Die reagieren dann ja doch ziemlich stark darauf. Und vielleicht einfach so ein bisschen weiter hinterhergehen. Und von der nächsten Hügel, von der nächsten Bergkuppe da vorne dann aus nochmal ein bisschen weiter scannen die Area. Und da kommen wir doch zu dem ersten Geschossenen. Alter, das sieht doch schon krass aus. Geiles Geweih. Krasse Färbung, Alter. Ein wildes Blaugrau. Bäm, Alter. Eine Goldwertung mit dem Herrn Sundberg, aber anders wild gegeben. Krass, aber anders wild. Und guck's dir mal an. Wässrig. Farbe wässrig. Ne. Das ist ja krass. Mega schick. Weißt du was? Den stopfe ich aus. Goldwertung, komm, den stopfe ich aus. Ausstopfen. Cool. Ach, wie krass. Das sah doch mal ganz geil aus, das Ding. Cool. Apropos, wir hatten ja noch einen Vorteilspunkt. Vorteilspunkt. Damit war ich, glaube ich, soweit durch. Genau, Pistole. Erlittener Schaden durch Tierangriffe. Lässt sich schneller ziehen. Flinte. Ja, ich glaube, da ist das ganz interessant. Du kannst den Zielmodus mit jeder Waffe schneller aktivieren und verlassen. Ne, richtiger Rambo, Alter. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Bogenschießen. Bogenschießen habe ich auch schon ziemlich weit geskillt. Da haben wir aber noch später ein bisschen Zeit für. Wir machen erstmal Flinte. Das ist, glaube ich, schon ganz relevant. So, weiter geht's. So, hervorragend. Mittlerweile hat der Wind doch wieder gedreht. Sehr, sehr, sehr glücklich.
Und wir kommen hier in die Area, die doch so bekannt ist für ihre großen Herden an Rothirschen. Ich bin übelst gespannt, ob wir hier was finden heute. Heute Hirsch-Day, da muss doch ein bisschen was gehen. Fing doch schon gerade ganz gut an. Und da haben wir Maultierhirsche. Habe ich doch gerade richtig gesehen. Ist es nur einer? Das ist doch nicht nur einer, oder? Maultierhirsch. Guck mal da. Immer noch nervös. Das ist die Gang, die hier gerade unterwegs war. Wir sind hier auf ungefähr 130 Meter. Das heißt, wir machen uns nochmal auf die Socken. Auf den nächsten Stufe 3. Maultierhirsch. Alter, und auf dem Weg dahin gucke ich so darüber. Und jetzt guck dir das an. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Ich habe nicht ausreichend Waffen dabei, um hier richtig eskalieren zu können. Guck dir das an. Okay, schlagartig sind die Maultierhirsche egal geworden. Denn ich habe ja schon einen. Und schlagartig wird nun der Rothirsch interessant. Was genauso schlagartig passiert ist, dass der Wind natürlich wieder dreht. Alter, mach mich nicht fertig, ey. Irgendwo da hinten ist im Idealfall noch der Oberbabbo und bewacht seine ganze Gang. Oha, direkt vor der Nase. Axishirsch auch noch. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Close. 3, 65, 75 Kilo. Bis zu 75 Kilo. Okay, das ist ein kleiner noch. Das Schlimme ist... Oh, guck mal da, die ganze Gang. Der Wind bläst halt genau da drüben rein. Okay, wir gehen auf den Axishirsch. Schritte close. Okay, ich warte doch noch. Auch wenn er gleich abhaut. Vielleicht kommt hier ein Rothirsch-Babbo und da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da ist er. Da ist er. Oh, fuck, Alter. Fuck, 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 die Bäume. Fuck, 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 die Bäume, Alter, ich werd wild. Jetzt. Scheiße, die anderen. Der ist weg. Ich werd weich, ich werd weich, ich werd weich, ich werd weich. Ich werd weich, Alter. Ich lauf hinterher. Ganz ruhig und hinterher. Ich bin einer von euch, Alter. Alles ist gut. Da hinten ist er. 7 nervös. 200 Meter. Was jetzt natürlich wieder tricky ist, wir haben die gesamten Hirschkühe hier, die alle horny sind, as fuck, und die ganze Zeit versuchen oder jetzt hier wieder ankommen und meinen, ja, alles klar, hier knickknack und so. Und wir wollen ja nur den Oberbabbo, Alter. Das wird halt jetzt tricky. Da stehen sie schon alle rum und glotzen. Wo ist der... Alter, die rennen mich gleich wieder um hier. Ich sehe es schon kommen. Guck mal, so close. So close sind die schon. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Wo ist der Babbo? Wo ist der Babbo? Der kommt noch nicht. Der lässt sich noch nicht so schnell locken. Der war 200 Meter weit weg. Da? Da ist er. Da ist er. Komm, geht weg, ihr anderen. Da, 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 da.
bitte. Und er, ja, er ist schon. Er liegt schon. Er liegt schon. Yes! Die anderen, die können alle laufen. Ist mir komplett wurscht. Die locke ich ein andermal. Puh. Dr. Sundberg, Alter. Alter Falter. What the heck? Goldwertung, Alter. Alter, was für ein Gerät. Was für ein Megaprügel. Der passt überhaupt nicht drauf hier in Gänze. Alter, was für ein Riesendingen. Krass. Sehr krass. Sehr geil. Und von vorne mit dem Sundberg knapp am Herz vorbei wieder. Bisschen zu hoch. Aber passt. Alles mitgenommen. Ganze Lunge durch. Bis hinten in Leber und Magen. Ja, lebenswichtige Organe mit einem Schuss. 201er Wertung. Schmeckt. Schon krass. Mega. Ei. Na, das war doch schon mal gut. Jetzt könnten wir nach der Andacht können wir doch noch ein bisschen eskalieren, oder? Komm, wir eskalieren noch ein bisschen. So, Reload. Das ist mir zu close und das ist nur eins. Da hinten laufen noch ein paar andere. Da ist die ganze Gang. Duftstoffe. Nein, Waffenwechsel, nicht nachladen. Ja, da habe ich mich natürlich mal wieder verklickt, Alter. Automatisch zack, 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 schnell auf den Reload. Das ist natürlich unpraktisch. Ich wollte natürlich auf die Wildcat. Naja, wir pflücken hier mal noch ein paar. Alter Falter, das gibt natürlich keine Wertung, aber es gibt ein bisschen Points und ein paar Skillpoints auch hier für die Ballermänner. Ach. Ja. Eine Wahnsinnsherde hier. Was waren das? 25 Tiere circa. Ganz krass. Hier waren mehrere Anschüsse. Ich muss mal gucken, ob hier in dem Bereich was liegt. Oder ob die alle umgedreht sind. Ich bin der Meinung, die sind alle umgedreht. Naja. Die sind zwar hier angeschossen, aber dann direkt gedreht. Kann das sein? Sind die so weit gekommen? Ich glaube ja fast. Man sieht aber auch keine Blutspuren hier, ne?
Also, die sind offensichtlich direkt umgedreht. Ja. Also geht es dann in die Richtung hier gleich mit der Suche. Ja, jetzt müsste die ganze Herde erstmal eigentlich ordentlich verstreut sein. Das kann ein bisschen dauern, bis die jetzt alle wieder kommen. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Einer fliehenden Herde auch noch hinterher schießen. Immer Katastrophe, Alter. Aber wenn man mal ein bisschen eskalieren will zwischendurch. Ach komm, lass ihn doch auch mal eskalieren, Alter. Er ist doch sonst immer so artig. So, zack. Wir gucken auch gar nicht rein, wie grausam das Ganze war, was wir da angerichtet haben. Ist schon klar, dass das nicht der feine Zug war. Und normalerweise macht man sowas ja auch nicht. So. Ja, nichtsdestotrotz sehr schön mit dem Großen. Das war schon mal ein mächtiges Geweih, ne? Das war doch schon mal ein ganz mächtiges Geweih. Das war ein vernünftiger Babbo. Schritte close. Ja, und da vorne ist tatsächlich die Herde wieder, so einigermaßen. Und ich sehe, hier sind immer noch Angeschossene. Anscheinend habe ich doch noch welche getroffen und nicht direkt tödlich getroffen. Ja. Davon liegt es auch schon. Ja, das ist das mit der Blutspur hier gerade. Perfekt. Ja, doch sehr weit verstreut jetzt. Okay, ich würde sagen, wir richten uns gleich erstmal wieder vernünftig aus. Gucken mal, was mit den Axis-Hirsch, Maultier-Hirschen ist. Das wäre vielleicht nochmal interessant, dass wir da noch ein bisschen was anderes zu Gesicht bekommen. Na, guck mal da. Pumas am Wasser. Spielende Pumas am Wasser. Ist das noch einer? Nee, da sind noch ein paar Hirsche. Oh, hier sind sogar die Gänse. Die Enten. Und da ist ein trinkender Puma, der ist aber sehr hell. Ich pirsch mich mal ran, hier ist ja zweierlei, was richtig sexy ist. Einmal die Enten, die Zimtenten. Und einmal einen Puma. Noch mehr Rothirsche rennen da hinten rum. Oh, ein Level 5er Rothirsch. Eine andere Gang anscheinend. Ist der Puma weiß? Der sieht so hell aus, oder? Axis-Hirsche. Das ist ja eine wilde Area hier. Axis, Axis, Axis. Ach du Schande. Rothirsch-Gang und der nächste Oberbabbo auf 305 Meter. Alter, und ich habe keinen passenden Ballermann für die Range. Da hinten ist noch ein 4er oder 5er. 6er sogar. 5er. Noch ein 6er. Was geht denn ab? Und da hinten sind noch mehr Hirsche. Das schmeckt aber hier, der See, ey. Das schmeckt aber. Ja. Und dann bist du hier mit der Pistole, ne? Und ich habe vorhin habe ich noch gedacht, ach, sollst du mit der Pistole wirklich, oder sollst du mal wieder eine Folge machen mit dem Gewehr? Hätte. Zimtente. So. Wenn, dann natürlich diese hier. Die sind 120 Meter entfernt. Passt das? Ne, ich glaube, oder? Doch. Man darf halt nicht daneben aimen. Sobald man halt ins Wasser aimt, aimt man dann durch. Da ist man halt sofort zu weit. 120. Das Ding ist immer noch so weit. 250. Ich gehe mal näher ran.
Och, guck mal, was denn hier? Warnruf Axis hier, direkt vor mir? Naja, der Mief geht ja auch genau dahin, Alter. Kann ich gut verstehen, ne? Nee, ne? Hier sind hier echt die Enten abgehauen durch den Warnruf von dem Axishirsch. Ja, das war erfolgreich nichts. Enten sind weg. Puma ist weg. Axishirsch ist weg. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Okay, nächster Versuch. Herr Sundberg, 270 Meter. 270 Meter hat ja gerade schon hervorragend geklappt. Und ich glaube, ich habe getroffen. Da ist er, der Oberbabbo. 50, 25, 0. Und er liegt. Puh. Quer über den über das Gewässer. Mit dem Herrn Sundberg. My friend. Wir heben mal auf. Axishirsch 100 Meter. Wir können es nochmal probieren. Im Idealfall beide, oder? Na, wenn die doch so nah beieinander stehen. Da kann man doch nicht anders. Rabams! Und das ist natürlich wild mit diesem Ballermann und der 100er Durchschlagskraft. Aber auch das ist immer noch nicht geeignete Munition. Verdammt, der ist doch 3 nur. Ei, ei, ei. Und ich wollte gerade sagen, weitgerecht. Weitgerecht gefailt, weit daneben. Nein, wie unangenehm. Nein, wie unangenehm. Was für ein Fail. Der Axis ist der Kleine und der Maultierhirsch. Ach, verdorcht, da habe ich mich vertan, Alter. Wäre zweimal schön Goldwertung. Aber ich habe es halt versaut, ey. Ach, sorry. Sorry. Dudes. Nächstes Mal beißt euch die Wildcat. Zum Beispiel jetzt. Na, das ist schon ein Ding. Goldwertung Axis Hirsch. Siehste, geht doch. Alter, sag mal einer, ich wüsste nicht, wie man hier einen Hirsch und so Sachen. Alter, was ist denn heute wieder los hier? Nächster Hirsch. Sind wir hier in Hirschhausen oder was? Na, also wenn das mal hier nicht die ultimative Hirsch-Area ist. Ganz, ganz, ganz wild. Also was hier bisher rumrannte, nicht nur die große Gruppe der Rothirsche, nein, natürlich auch hier die Axishirsche oder natürlich dann auch die Maultierhirsche. Super geil. Guck mal, den Puma hatten wir ja auch noch hier. Und da hinten rennen tatsächlich wieder Rothirsche rum. Also diese Area ist übelst wild. Wenn du dir vorstellst, du bist hier mit einem geeigneten Ballermann auf 300 Meter Range. Puh. Beinahe zu einfach, oder? So, das hier ist doch die Area. Ich wollte schon gerade sagen. 15 Tiere. 15 Rothirsche. Blutspur, das ist die Blutspur, das ist nicht der Anschuss und da vorne liegt er auch schon.
Hier vorne war der Anschuss. Quer über den See. Da hinten rennen die nächsten wieder rum. Alter, ist das wild hier, ey. Überall Hirsche. Ja, Maultierhirsch, Alter, auch noch. Ich schleiche noch mal ein bisschen. Eieiei, hier ist ja die ganze Gang schon wieder. Rothirsch, Stufe 6. Und die gucken hier runter, was ich hier mache bei deren Oberbabbo. Ja, was soll ich sagen? Da liegt er, quer über den Ozean geschossen. Auch so ein Prachtexemplar und auch wieder eine Goldwertung, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Was für ein Geweih. Es passt einfach nicht aufs Bild. Es passt einfach nicht aufs Bild. Mega. Hirsch Deluxe. Und das Ganze quer rüber, quer über den Ozean auf 273 Meter. Bam. Abgefahren. Zu geil. Richtig, richtig geil. Mitgenommen. Einfach zu geil. Und hier sind die Maultiersche. Maultierhirsche. Maultiersche. Ist klar, Alter. Huh! Er schießt schneller als sein Schatten. Maultier. Hirsch. Bloodshot. Rabams. Ja, Silberwertung. Schön. Auf 14 Meter. Rabam. Mitgenommen. Wow. Einfach nur wow. Was für eine Area. Das ist wirklich mit Abstand die wildeste Area fürs Hirschjagen. Die beste Hirsch-Area. Und natürlich auch sensationell zum Skillen von Waffen, Pistolen, auf Fernkampf hier, auf 300 Meter plus. Long Range, guckt ihr das an, da rennt schon wieder welche rum. Noch mehr Rothirsche. Ganz, ganz, ganz wild. Ich brauche erstmal einen Break. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Von allen Seiten rufen sie einen hier an und sagen, hier, nimm mich, nimm mich. Abgefahren. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, denn hier folgen auch noch weitere Videos zu The Hunter Call of the Wild. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Weidmanns Heil.